Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim und ich entmute mich im Discord, weil es weitergeht. So. Ist da noch was drin? Nee. Okay, hier haben wir die ersten 15. Ey, was hast du gerade umgehauen? Moskito. Ach so. Also 15 Schwarzmetall haben wir hier schon mal. Okay, 16. Nicht unbedingt aufsammeln. Ach so, ja. Okay, ja. Ich wollte dir das einfach nur nicht zumuten. Da liegt übrigens noch Eisenschrott, was du gerne durchschmelzen kannst. 19 Stück. Du trägst zu viel, du alter Mann. Geh aber noch mal eine Runde fahren. Ich glaube nicht, dass 20 Stück reichen werden. Eisen? Nee. Brauchst du ein bisschen mehr tatsächlich. Du musst es ja noch aufwerten. Und ich glaube, da geht auch wieder Eisen drauf. ich das Spiel kenne mit Sicherheit. Du brauchst 10 Eisen für gepolsterte Beinschienen. Für den Helm brauchst du 10 Eisen, sind 20. Ich glaube, Stufe 2 Aufwertung, jeweils immer 5, sind dann 35. Ja. Ja. Ich werde sehen. Ja, ich werde dann gleich wieder ins Goblin-Dorf gehen und ein bisschen Schwarzmetall farmen. Das war dann dein Schwert. Der glaubt man nicht, dass du die Axt machst, oder? Du bist ja nur der Schwertkämpfer. Jupp. Ja, du hast ja schon das Schwert. Mhm. Oder ist das die Axt? Nee, das ist das Schwert. Das ist das Schwert und die Schwert ist vom Schlitzenschaden her sogar um 2 Punkte besser als die Axt. Warum bleibst du auch bei dem Schwert? Ja, oder? Die Axt nehme ich nur zum Farmen, weil die halt ein bisschen mehr Haltbarkeit hat als alles andere. Aber man kann ja alles, was man an Bäume findet, auch mit einer Eisenaxt abernten. Mhm. Also für Schwert haben wir jetzt schon mal das Eisen, das schwarze Teil da. Das sollte nicht das Problem sein. Aber ich gehe trotzdem noch ein bisschen was farmen, dass wir die aufwerten können. Ich habe ja auch das Schild, der ist auf Stufe 1. Ich weiß gar nicht, welches ich meins habe, weil dann könnte ich dir sogar meins geben, wenn meins höher ist von der Stufe her. Weil ich habe ja jetzt hier das Schlangending. Aber Moskitos unbedingt töten, weil die aus den Nadeln machen wir die Pfeile, die so ordentlich Damage machen. Jetzt renne ich wieder in der Nacht los zum Dorf. Und ich fange wieder in der Nacht an zu fahren. Im Sumpf ist genauso beschissen. Ja. Musst du dann später, wenn du mal ein paar Minuten Zeit hast, WhatsApp in den Status gucken von mir. Wo ich gerade hier in Rochen war am Fenster, habe ich mal 10 Sekunden Video gemacht von dem Regen, der runterkommt. Richtig krass. Ich gucke halt jetzt auch immer wieder zur Seite in den Himmel, ob ich da irgendwas aufblitzen sehe.
Weil wenn ja, dann... Bist du weg. Mache ich ganz schnell aus hier. Toll, und ich bin wahrscheinlich dann bei meinem Glück mitten auf dem Ozean. Ja, passiert ja nichts. Ist ja dann alles komplett gestoppt. Ja klar, wenn ich joine wieder. Dürfte auch nichts passieren. Du hast ja, glaube ich, wie nennt man es, Join-Bonus, dass du da nicht gleich angegriffen werden kannst? Keine Ahnung. Da ist das Dorf. Wir müssen sowieso noch einen Totem finden. Also wenn alle Stricke reißen, bauen wir uns noch bei Jakludotte alles auf, was wir brauchen, um deine Sache aufzuwerten. Und werten die Dorte auf. Weil hier in dem Dorf habe ich jetzt keinen Totem gesehen auf die Schnelle. Ehrlich, ich überlebe auch eigentlich gegen jeden normalen Gegner easy peasy. Nur gegen den Boss hätte der hat drei Attacken. Der hat drei Angriffsattacken. Da hätte ich halt dann doch schon gerne ein bisschen bessere Rüstung. Ne, verständlich. Ich habe mir jetzt nochmal alle Boss im Singleplayer angeguckt gehabt, also. Oh. Wäre auch ein Wunder, wenn wir den zu zweit schaffen. Komm her, komm. So. Ey. Auch noch so ein Sternfuzzi, der auf mich schießt, ja? Au. Au. Bist du verreckt? Oder was? Hm. Echt jetzt? Hm. Sternfuzzi hat mich down gemacht. Ich bin von der Seite mit Pfeilen beschossen worden. Da kam noch einer von hinten mit Pfeilen und boah. Da kann ich gleich nach dem Schild gucken. Ich habe tatsächlich Stufe 3 Schild. Dann kriegst du das von mir. Okay. Hat man das wenigstens gespart? Jupp. Yep. Bring's auch gleich mit auf die Ebene, haust wieder in den Kahn rein. Ich hätte vorher was essen sollen. Naja. Da haben wir schon mal zwei Sachen für dich. Und wir haben hier 25 Schwarzmetall schon mal gebrannt. Dann hau ich jetzt erst mal den Eisenschrott rein. Ah, schön, Eisen kann man in der Schmelze nicht machen. Wir brauchen die andere dazu. Und die kannst du nicht eben mal herholen. Ich glaube nicht, dass man mit dem Sogling-Kern durchs Portal kann. Was für Kern? Die roten Dinger, die man aus den Skelett-Dungeons bekommt. Ich kann's testen, ne? Dass wir dann hier noch eine aufbauen können. Weil ich muss eh nochmal zurück was essen, bevor ich dort ins Dorf renne. Einmal Marmelade, einmal Karottensuppe, einmal Rühmeintopf. So, wir brauchen Soglingkerne. 5 Stück. Ach, hier kommen wir nehmen gleich 10 Stück mit.
Oh, doch, kann man mit durchnehmen. Dann kann man den anderen Ofen ohne herstellen. Das ist gut. Nein. Nicht verrecken. Ah! Wow. Bei uns in der Base ist Moskito. Hat mich gewonnen von hinten. Wie viel Pech muss man haben, ey? Oh Gott, ich könnte Tränen lachen gerade. Könntest Tränen lachen? Ich laufe mit 26 Leben rum. Ey, ganz ehrlich, ich nehme jetzt so ganz kurz meine Silbersachen, zieh die an, damit ich in der Ebene wenigstens ein bisschen überlebe. Nee, Essen. Essen. Essen, so. Ei, 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 was ist bloß los hier? Aber echt. Hat natürlich auch keinen Giftschutz mit. Oh. Dabei haben wir in der Hauptbase Haufen davon. Ich weiß, aber ich war ja nicht mehr da. Aber Giftschutz nehme ich auch schon gar nicht mehr mit. Früher oder später muss ich sowieso zurück, weil mein Schwert kaputt ist. Ich möchte jetzt mal versuchen, den Moskitos aus dem Weg zu gehen. Die Rüstung ist definitiv nicht für Moskitos geeignet. Kriege ich mit. Welche? Die Silberrüstung. Ja, die trage ich doch. Naja, die hast du vorhin auch getragen. Nee, die habe ich jetzt erst angezogen. Nein, ich meine früher. Vorher als. Ja, aber die haben mich jetzt wieder, wo ich aus der Base raus bin, auf 44 Leben runtergebounced. Ist für mich Alltag. Ja, für dich. Für mich nicht mehr. Normalerweise treffe ich die ja auch so, dass ich die gleich, bevor die mich stechen, one-hitte. Scheiße, schon wieder ein Moskito. Aber die Viecher töten auch die Skelette, die hier spawnen. Das ist geil. Obwohl wir keine Knochen mehr brauchen. Es wird Tag, ja. Komm her, scheiß Grauzwerg. Ja, und du kriegst auch noch was ab, Skelett. Lass mich doch in Frieden. Da ist mein Grab. Boah, ihr könnt es echt nicht sein lassen, oder? Das heißt übersetzt was? Wähl doch mal das Schild aus! Das heißt, die sind mir gerade hinterhergerannt, die Schweinebacken. Och, da sind noch zwei. Oh, ich kann mich nicht mal richtig anziehen. Das ist der mit dem Stern. Na, komm mal ran hier.
So, da bist du tot. Es hilft nichts. Ich muss schon wieder zurück. Oh shit, ich werde bespuckt. Schaman ist tot. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Zieh mal den Quark noch schnell an. So. Jetzt geht's weiter, jo. Was habe ich noch im Grabstein drinne gehabt? Ach, Schild und irgendwas anderes, okay. Okay, okay. Oh, dann komme ich das erste Mal zurück. Das muss ich mein Zeug auslernen. Da kannst du dir dann, also wir müssen doch die Upgrades machen für den Tisch, sonst kannst du dir noch. Wobei, nee. Stufe 1, doch, wir brauchen die Upgrades für den Tisch, damit du Stufe 3 Schwert machen kannst. Die müssen wir noch bauen. Ja, aber warte mal, wo hast du denn das gemacht dann? Bei uns in der Base, da hatten wir doch genug. Das haben wir doch alles mit dem Schiff mitgenommen. Ja, genau, aber du kannst doch das Gebrannte rüberschleppen. Das kannst du durch den Portal tragen. Nein, du kannst das Gebrannte, das ist trotzdem ein Erz, das kannst du nicht durchs Tor schleppen. Okay. Ich war der Meinung, Eisenerz und so weiter kannst du da durchschleppen. Nein. Das normale Erz sowie das Gebrannte kannst du da nicht durchtragen. Du, die Upgrades der Tische, die kosten kaum was. Okay. Weil sonst kannst du dir nur Stufe 1 Sachen herstellen hier in der Base. Aber ich habe wieder 12 Schwarzmetall dabei, also du kriegst definitiv dein Schwert Stufe 3 noch. So ist es nicht. Ja, bei mir scheitert es an Eisen, also. Ne. Das ist echt eine Plackerei. Sonst müssen wir. Ich glaube, eine Krypta wäre nochmal ganz geil. Das alte Portal, ich weiß gar nicht, wo wir das gesetzt hatten. Das 99 Portal. Ich weiß halt auch nicht, ob bei Jaklut noch irgendwo ein Sumpf ist, dass wir dort noch farmen könnten. Weiß ich alles auch nicht. Bei Jaklut habe ich auch noch nichts aufgedeckt. Ich bin nur vom Ufer zum Dings gerannt. Zum Schrein oder naja, hier wo man den beschwört. Dann wieder zurück, das Boot kaputt gemacht durchs Portal und das war's. Mal das 99 Portal gehen, gucken, wo wir das gesetzt hatten. Ich war der Meinung, das hatten wir auch irgendwie in der Nähe bei einem Sumpf gesetzt gehabt, weil wir das ja immer zum Eisenfarmen genutzt haben. Und dann sind wir mit dem Boot in die Base gefahren.
Kann sein, das weiß ich nicht mehr. War ich zumindest der Meinung. Ich kann es ja dann gleich mal testen. Ich muss eh meine Rüstung zurückbringen. Also, hier sind es bis jetzt 34 Schwarzmetall-Dago. Und 22 Eisen. Eieiei. Da nehme ich gleich aus den Kisten alles mit, was mit rüber soll. Das Leder. Ditte, Knochen nicht, aber die Münzen, die Nadeln. Jo, der Rest kann hier bleiben. Das kommt dahin, das kommt tatsächlich dahin. So, der Rest wird mit Zwirn gemacht. Leder hatten wir hier drin alles. Die Nadeln hatten wir. Ach, kann ich gleich Pfeile herstellen daraus? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Silber, Eisen, Bronze. Wo hast du das Eisen? Hat's hingetan, in welche draußen, Kiste? Draußen bei den Öfen. Ein Gegenstände. Verhindert das Produktieren. Okay. Das, genau. Bronze, Eisen, Silber. Ich gucke gerade, wo hatten wir denn die Nadelfeile hergestellt? Ach hier. Ich habe die nicht gefunden. Ach ja, kein Wunder, die sind nach oben gerutscht. Ich hatte doch die alles im Inventar. Oh, bin ich bescheuert. Warte, bevor du wegrennst. So. Warte, richtig zu dir drehen. So. Was ist das denn? Das sind die Pfeile. Ach, hast du schon eingesammelt, gut. Ich überlege gerade, ob ich die für einen Bosskampf aufheben soll oder dauerhaft verwenden soll. Och, verwend die einfach. Nadeln können wir ganz schnell wieder farmen.
Okay. In welche Base kann ich mich auf Karl stellen? Die oder in der anderen? Mach in der anderen. Denn ich muss dringend mal auf Klo. Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Ich gehe eh drüben wieder weiter farmen, also passt schon. Bis gleich. Yep. So. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge, wo ich zweimal zu Anfang gestorben bin, auch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und in der nächsten Folge will ich dann die Base der Goblins, Kobolde, whatever, komplett auseinandernehmen. Deswegen renne ich jetzt schon mal hin. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.